Hi, Wimkita hier. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute haben wir eine sehr coole Aufwärmübung vom Alexander für euch. Und es ist eine Weiterentwicklung eines Videos aus dem letzten Jahr, der Treppe- und Spinne-Kombo. Dieses Video findest du hier. Vielen Dank. Und ich selbst, ja, bin nicht auf diese Idee gekommen, wie ich oft in meinen Videos sage, seid kreativ. Wendet diese Übungen an. Hat der Alexander diese Übung jetzt in die Senkrechte gepackt. Ich habe sie ihm in der Waagerechten gespielt. Und ich finde, eine ausgezeichnete Aufwärmübung mit einem verstärkten Fokus auf der rechten Hand diesmal. Vielen Dank und weiter geht's. Hi, ich spiele euch erst einfach gleich vor und erkläre euch dann danach, was ich genau mache. Noch einmal langsamer. Bereits erklärt hat. Es ist eine Weiterentwicklung der Spinne- und Treppeübung. Und der eigentliche Unterschied ist einfach nur, dass wir nicht mit einem chromatischen Lauf, sondern mit einer Treppe beginnen und das Ganze nicht waagrecht, sondern senkrecht am Hals spielen. Wir beginnen hierfür im 15. Bund mit dem kleinen Finger und formen eine Treppe. Seht ihr hier, schön. Wichtig hierbei ist eben, die ganze Zeit jeden Ton im Wechselschlag zu spielen. Wie ihr anfangt, sprich mit einem Aufschlag oder Abschlag, ist total egal, da im Laufe des gesamten Laufs sowieso alles spielen müsst, was ja auch der Realität entspricht, denn falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt oder falls du irgendwann in die Verlegenheit kommst, zu improvisieren, hast du auch nicht immer die Möglichkeit zu wissen, wann genau habe ich jetzt einen Aufschlag und einen Abschlag. Also, kleiner Finger, 15. Bund auf der hohen E-Seite und alles im Wechselschlag. Nun zur D-Seite. Nun haben wir einen chromatischen Lauf auf der D-Seite vom 12. in den 15. Bund. Und nun wieder eine Treppe von der D-Seite, diesmal zur E-Seite, auch wieder vom 15. in den 12. Bund. Und nun wieder einen chromatischen Lauf vom 12. in den 15. Bund. Wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, müsstet ihr eigentlich jeden Ton einzeln gespielt haben, einmal, und immer den Wechselschlag gemacht haben. Und nun kommt der Trick, wir wechseln nämlich jetzt die Seiten. Dafür machen wir die Treppe erneut und wechseln dann mit dem Kleinfinger auf die H-Seite und spielen die Treppe nochmal. Das würde so klingen. Okay, also nochmal bitte den ersten Teil nochmal am Stück. Also die erste Variante. An dieser Stelle ist eben die doppelte Treppe, um die Saiten zu wechseln. Chromatischer Lauf auf der A-Seite vom 12. in den 15. Bund. Die Treppe. Chromatischer Lauf. Und nun wieder eine Doppeltreppe
um wieder auf die nächsten Seiten zu kommen. Wenn wir hier ankommen, müssen wir das Ganze eineinhalb Mal spielen. Wir kommen später dazu. Wir spielen es erstmal eineinhalb Mal durch und dann gleich weiter. Nun sind wir an dieser Treppe angelangt. Mit dieser Treppe wechseln wir nun in Richtung der hohen Seiten. Also machen wir wieder eine doppelte Treppe, um die Seiten zu wechseln. Danach kommt wieder ein chromatischer Lauf. Treppe. Chromatischer Lauf. Und nun wieder die Doppeltreppe, um auf die nächsten Seiten zu kommen. An dieser Stelle habt ihr die Möglichkeit, das Ganze entweder in Endlosschleife zu spielen, in einer Position, sprich immer zwischen... Der Link wäre dann jetzt fertig. Genau, der wäre jetzt fertig. Der wäre jetzt also durch. Einmal bitte ein bisschen flotter, dass wir den am Stück einmal hören. In anderer Position, dann bleibst du einfach stehen. Schon Knoten in den Augen. Geil! Gefällt mir sehr, sehr gut. Also was du jetzt vorschlägst, ist dann aus der Senkrechten den Lick, den du jetzt in der Mitte der Gitarre gespielt hast, einfach weil es dort am bequemsten zu spielen ist, ihn jetzt weiter in die anderen Regionen zu bewegen. Richtig, genau. Und wie machst du das? Also wir spielen den Lick komplett durch und am Ende nehmen wir bei der letzten Treppe nehmen wir einen freien Bund dazwischen. Das heißt, wir spielen in diesem Fall nicht den 15., 14., 13. und 12., sondern 15, 14, 13 und 11. Also ihr habt hier einfach den freien Bund. Das würde einfach so klingen. Und ab da geht das Ganze gewohnt weiter. Von vorne. Genau. Einmal durch. Also der Lied klingt so cool. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man den auch mal in einem Solo verwendet. Klingt sehr, sehr jazzy eigentlich. Genau, super. War irgendwelche Tipps noch in Bezug auf das Picking vielleicht? Das war schon, sieht schon ein bisschen schwierig aus. Genau. Also wichtig beim Picking, wirklich darauf achten, diese Seitenwechsel mit Wechselschlag zu machen. Denn auch ich hatte beim Üben, kann man ganz leicht durcheinander, hatte ich genau dasselbe Problem, dass ich ganz gerne mal in dieses Sweep-Picking, das heißt einfach in dieses Streichen, also alle Schläge nach oben, zum Beispiel mit Aufschlag nur zu machen oder mit Abschlag. Praktisch wie im ersten Video. Genau. Ja. Das sollte man hier wirklich vermeiden und darauf achten, konzentriert das Ganze im Wechselschlag zu machen. Ihr werdet auch merken, sobald ihr das mal 10 Minuten am Stück gespielt habt, wird es in der rechten Hand ziemlich warm. Wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, habt ihr alles richtig gemacht. Wow. Ja, das war's von mir an der Stelle. Vielen Dank. Bei Fragen und Anmerkungen könnt ihr hier unten im Kommentarbereich gerne was posten und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, Alexander. Und ja, auch von meiner Seite viel Erfolg mit diesem Lick. Er ist vielleicht ein bisschen schwieriger wie der erste, aber wenn ihr konzentriert zur Sache geht, euch ein bisschen Zeit lasst, klappt das ganz bestimmt. Ist eine exzellente Übung für beide Hände. Vielen Dank, das war Whip Guitar. Bye, bye.